Ja, so schönes Wetter, das hätten sich die Organisatoren in der vergangenen Woche beim Kirschfest in Naumburg natürlich gewünscht. Und damit herzlich willkommen zur Wochenendausgabe bei Ihrem BLK Regional TV. Und auch uns hat es natürlich nicht im Studio mehr gehalten bei diesem strahlenden Sonnenschein. Aber auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat, die Stimmung war beim Kirschfest auch bombastisch. Wir präsentieren Ihnen heute einen Kirschfestumzug-Spezial. Natürlich haben wir für Sie auch die Veranstaltungstipps, die Kurzmeldungen aus der Woche und natürlich die Wettervorschau. Aber jetzt geht es erst einmal nach Naumburg. Sehen Sie jetzt den ersten Teil vom Kirschfestumzug. Entzogen von Hamburg über Jena her und Hamburg. Auf der ganzen Vogelwies, da man nix als Schwert und Spieß an die 100.000. Auf der ganzen Vogelwies, da man nix als Schwert und Spieß an die 100.000. Unser Fahnenschwenker ist auch in diesem Jahr wieder Ringo Fischer. Seit nunmehr 9 Jahren ist er Naumburgs Fahnenschwenker und vertritt seitdem die Stadt auch bei anderen Festen. So zum Beispiel in der befreundeten Hussitenstadt Tábor in Tschechien. Die Fahne, die er durch die Luft wirbelt, hat eine Größe von 2,45 Meter mal 1,65 Meter. 4 Kubikmeter schwerer Stoff, die wollen erstmal so kunstvoll gehändelt werden. Das Bild der Stadtwache ist das Eröffnungsbild unseres Festumzuges. Wir begrüßen Stadthauptmann Rainer Deike, seit 22 Jahren im Festumzug dabei, unser Stadthauptmann mit seiner 25 Mann starken Truppe. Nach der Stadtwache zieht der Naumburger Stadtrat mit seinen Vertretern durch die Straßen und präsentiert sich den Bürgern in prächtigen Roben. Angeführt wird der Zug vom Bürgermeister und den Ratsherren. Ihnen folgen die Ratsbediensteten wie der Kämmerer und der Stadtschreiber. So kann man sich den neu gewählten Rat vorstellen, wie er jährlich nach seiner Wahl in die Wenzelskirche zog, um hier bestätigt zu werden und dem Landesherren zu huldigen. Hintergrund ist die hussitische Bewegung und die Verbrennung des Theologen und Philosophen Jan Hus. Er wurde hingerichtet, obwohl ihm vom Kaiser Sigismund freies Geleit zugesichert worden war. Das Bild zeigt Jan Hus, wie er in Konstanz von den Scharfrichtern zum Scheiterhaufen geführt wird. Im Jahre 1028 verlegte Kaiser Konrad II. Den Bischofssitz von Zeitz nach Naumburg. Gerhard von Goch war 1409 bis 1422 Bischof in Naumburg. Er hatte für die Verbrennung von Jan Hus gestimmt, weshalb sich der Zorn der Hussiten auch gegen Naumburg richtete. Aus Naumburg begrüßen wir die Civitas Naumburg, eine sehr junge Gruppe, die erst seit 2013 um Susanne Harnisch und Ilja Anders besteht. Sie ist eine Mittelaltergruppe mit der Geschichtsdarstellung des Hochmittelalters, des Lagerlebens und Handwerk zum Anfassen und Miterleben. Und jetzt, liebe Naumburger, liebe Gäste hier auf dem Marktplatz, schauen Sie ganz aufmerksam zu, denn jetzt kommt sie, unsere Kirschfestsaal. Ihr alle seid am Tode unseres geliebten Lehrers, des Magisters Jan Hus schuld. Das war der Naumburger Bischof Gerhard van Gogh, der für den Tod Hussens als Ketzer auf dem Scheiterhaufen stimmte. Deshalb sind für euch alle nur die letzten Stunden angebrochen. Gnade, Gnade, wir bitten um Gnade, Gnade für unsere Stadt.
Bürgerinnen und Bürger der ehrwürdigen Stadt Naumburg, vernehmt meine Worte. Ich, Andreas Prokop, zog mit meinen Getreuen vor die Tore eurer Stadt, um Rache zu nehmen für den Tod unseres geliebten Lehrers, des Magisters Jan Hus. Doch ihr tratet mir nicht mit dem Schwert gegenüber, sondern schickte das Wertvollste, was ihr besitzt, eure Kinder. Als diese nun vor mir auf die Knie fielen und um euer aller Leben baten, schaute ich in die Augen der Kinder. Ich, der Anführer eines großen Heeres, konnte nicht anders. Und Gott stehe mir bei. Ich habe entschieden, eure Stadt sei frei. Herr Prokop ließ sich erweichen und die Bürger der Stadt wurden verschont. Deshalb können wir heute so fröhlich das Kirschfest begehen. Ja, jetzt sind wir erstmal zurück von Naumburg und Sie sehen jetzt in unseren Kurzmeldungen, was sich sonst noch so in unserem Sendegebiet ereignete. Zum letzten Mal in dieser Form trafen sich die Teilnehmer des Bündnis Inklusion, Chancengleichheit und Vielfalt am 2. Juli. Eine der ersten Aufgaben, die sich das Bündnis seit 2 Jahren gestellt hatte, war getan. Es sollte eruiert werden, wie es im Burgenland und Saalkreis um das Thema Inklusion steht. Es gibt noch viele Hindernisse, die Menschen mit Behinderung behindern. Es wurden daher 2 Aktionspläne erstellt, aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, je einer für den Saalkreis und einer für den Burgenlandkreis. Wir haben jetzt die Pläne übergeben. Die Pläne werden jetzt bis Ende des Jahres in den Verwaltungen, Ausschüssen, Kreistagsausschüssen diskutiert. Im Burgenlandkreis wird es vom Landrat mitgetragen und der Wunsch des Bündnisses ist, dass diese Aktionspläne durch die Kreistage noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Die Aktionspläne sind so aufgebaut, dass wir für jedes einzelne der 8 Themenfelder, die wir heute vorgestellt haben im Rahmen der Tagung, eine Vision entwickelt haben. Wie sollte es in der Zukunft aussehen? Das Ganze mit Zielen unterlegt haben und dann gesagt haben, welche Maßnahmen sind notwendig, um genau diese Ziele schrittweise umzusetzen und die Vision in der Zukunft zu erreichen. Inwieweit das klappt, hängt wohl aber, wie Dieter Engelhardt andeutete, von der Haushaltslage ab. Und wie Betroffene wissen, tun sich Politik und Verwaltung oft schwer mit solchen Themen. Ich denke ganz einfach, weil die ganz oft nicht immer so an der Basis sind, nicht aus der täglichen Arbeit kommen. Und das war sozusagen auch das Plus des Bündnisses, dass wir ganz, ganz viele Aktive aus der täglichen Arbeit haben, die ganz viele Bedarfe gesehen haben, die nicht unbedingt Verwaltung in jedem Falle findet und sieht. Die Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung können unter www.bündnis-inklusion-blk-sk.de heruntergeladen werden. Wann welche der Visionen Realität werden, wird die Zukunft zeigen. Ein Sohn Mannheims verlässt seinen Posten. Generalstabsarzt Dr. Michael Tempel übergab am 2. Juli 2014 das Kommando des Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung in Weißenfels nach 7 Jahren an Generalarzt Dr. Stefan Schöps. Wohin die Reise geht, sehen Sie in der kommenden Woche auf diesem Programmplatz. Auch in unserem 2. Teil unseres Umzugsspezials nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die Geschichte der Domstadt Naumburg. Viel Spaß dabei! Doch für heute bitten wir euch und eure Getreuen, unsere Gäste zu sein. So lehre denn hochherziger Prokop nach altem Brauche und vor manniglich aus allen Ecken herbeigeströmten Bewohnern unserer Stadt den Pokal des Rates, gefüllt mit edlem Saale-Unstrut-Wein, als Zeichen ewiger Freundschaft.
Das Bild stellt die Wandlung des Kirschfestes auf der Vogelwiese dar, von einem Stellplatz für Laubhütten einzelner Familien zu einem Festplatz mit großen, für jedermann zugänglichen Festzelten. Lieber Harry Reicher, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen. Du gehst ja jetzt in deinen wohlverdienten Ruhestand. Freust du dich schon auf dein Rentnerleben? Jawohl! Jawohl, sagt er. Ja, er hat die Geschicke unseres Burgenlandkreises ganz fantastisch geleitet. Und wir hatten vergangenen Mittwoch ja auf der Vogelwiese Gelegenheit, das 20-jährige Bestehen unseres schönen Burgenlandkreises zu feiern. Mit dem Dom und der Bürgerstadt beteiligt sich Naumburg an der Bewerbung zur Aufnahme in das UNESCO-Welterbe. Unter dem Titel Der Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Herrschaftslandschaft an Saale und Unstrut wurde der Antrag in diesem Jahr eingereicht. Wir sehen schon die Stifterfiguren im Bild. Hier sehen Sie die Stifter des Naumburger Doms. Jacqueline Girbig als Uta und Steffen Girbig als Eckehardt führen die Gruppe der Stifterfiguren an. Beide Naumburger schlüpfen seit nunmehr 17 Jahren in diese Rolle als Uta und Eckehardt und konnten schon zahlreiche prominente Persönlichkeiten begrüßen, so unter anderem Angela Merkel und Johannes Rau. Als Naumburger Meister sehen Sie Ted Thieme, der bereits 1958 am Festumzug teilnahm. Die Uta-Schule gestaltet inzwischen zum dritten Mal mit ganz großer Freude den historischen Teil des Kirschfestumzugels als kleine Dombaumeister mit. Und jetzt, liebe Naumburger, kommt ein kleines Highlight unseres Kirschfestumzuges. Sehen Sie nun auf dem Weg zum Welterbe ein Modell des Naumburger Doms. Gebaut wurde es durch die Mitarbeiter der kommunalen Dienste der Stadt. Die Idee stammt von Andreas Dorn. Stefan Rupp schlug vor, Naturholz zu verwenden. Feinarbeiten machten Jan Dutz und Matthias Höhn. Der Blumenschmuck kam vom Blumensender Hermsdorf. In nur 4 Wochen sind das Modell und der Wagen entstanden. Die historische Domschule Naumburg. Zu einem Domkapitel gehörte damals überall in Deutschland eine Domschule, so auch in Naumburg. Die Domschule ist die älteste Schule der Stadt. Zwar ist ihr Gründungsdatum nicht bezeugt, aber man muss mit Recht annehmen, dass sie so alt ist wie der Bischofssitz. Dieses Bild wird von Domschülern und Lehrern des Domgymnasiums gebildet. Es zeigt die historische Naumburger Domschule. Hohe Gerichtsbarkeit lag in der Hand des Bischofs. Teile der niederen Gerichtsbarkeit gingen in der Ratsstadt an den Stadtrat und den von ihm eingesetzten Richter über. Dargestellt wird das Bild von Ben Hündorf als Scharfrichter und seinem Bekanntenkreis und einigen Einzelpersonen. Die Bürgerschützen. Bereits 1348 formierten sich Naumburger Bürger und erstürmten die Rudelsburg mit einer der ersten Feuerwaffen. Die Bürgerschützen sind in Naumburg seit 1361 urkundlich erwähnt. Dieses Bild wird von Mitgliedern des privilegierten Bürgerschützenkorps Naumburg, ihren Familien und Freunden unter der Leitung von Susanne Dutz dargestellt. Alle Kostüme, Armbrüste, Lanzen und Bögen sind in liebevoller Kleinarbeit hergestellt worden. Die Schützen böllern übrigens mit Vorderladegewehren mit Böllerbeschuss, die sie sich extra in der Suhler Waffenschmiede haben herrichten lassen. Verwendet wird Schwarzpulver. Und jetzt, liebe Gäste, klatschen wir mal alle kräftig mit! In den kleinen Gassen wimmelte es damals nur so von Kindern. Diese werden durch Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer Grundschule dargestellt. Seit vielen Jahren gestalten sie das Bild mit ihren selbstgenähten Kostümen und ihren selbst angefertigten Kirschfestpuppen. Wir danken ihnen, dass sie immer so zahlreich am Umzug teilnehmen.
Naumburger Bürger. Im Mittelalter waren die Bürger die freien Bewohner einer Stadt. Zunächst war das Bürgerrecht auf wenige wohlhabende Familien beschränkt. Dieses Bild wird seit vielen Jahren von jungen Naumburger Familien geprägt. Natürlich hatten die Bürger auch Pflichten. Sie mussten bereit sein, die Stadt zu verteidigen, bei Stadtbränden zu helfen oder sich für die Armen der Stadt einsetzen. BLK Regional TV und Sporthaus FC Röder präsentieren das Gewinnspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Vom 20. Juni bis zum 13. Juli haben Sie die Chance, einen der drei attraktiven Preise zu gewinnen. Beantworten Sie einfach die folgende Frage: Welches Land gewann die meisten Fußball-Weltmeisterschaftstitel? Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir als ersten Preis ein Original DFB-Home-Trikot 2014. Als zweiten Preis gibt es ein DFB-Fanshirt. Und der Gewinner des dritten Preises kann wählen zwischen einem DFB-Fanschal oder einem DFB-Cap. Wie können Sie mitmachen? Schreiben Sie uns eine E-Mail mit der Lösung an gewinnspiel@blkregional.tv. Oder schicken Sie uns eine Postkarte an BLK Regional TV, Friedensstraße 14 in 066 79 Hohenmölzen. Einsendeschluss ist der 12. Juli 2014. Die Gewinner geben wir in unserer Sendung am Dienstag, den 15. Juli, bekannt. Viel Glück wünscht Ihnen Sporthaus FC Röder und BLK Regional TV. Lernen Sie, gesünder zu leben und reinigen Sie Ihren Körper dabei. Mit der Stoffwechsel-Vitalkur schaffen Sie das in nur 23 Tagen. Positiver Nebeneffekt: Sie nehmen dabei ab. Sie schaffen das auch. Alle Informationen erhalten Sie im Live Naumburg, im UTA Einkaufszentrum in der Rosa-Luxemburg-Straße in Naumburg. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Es gibt viel zu entdecken beim neuen Nissan Qashqai. Lernen Sie den neuen ultimativen Crossover kennen. So muss sich ein Auto anfühlen. Erleben Sie ihn jetzt hautnah bei Ihrem Nissan-Partner. Autohaus Schulze in Weißenfels-Dagewerben und im Gewerbegebiet Wetau bei Naumburg. Nissan. Innovation, die begeistert. Seit 1991 ist die WVW, Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH, mit rund 4.800 verwalteten Wohnungen der größte Vermieter in der Stadt Weißenfels. Ob sanierte Altbauten, Neubauten, Geschäftsräume oder betreutes Wohnen, für jeden Bedarf bietet die WVW Wohnungen in allen Größen in jedem Stadtgebiet an. Mit umweltfreundlicher Technik geht man vertrauensvoll in die Zukunft. So wird zum Beispiel in der Hardenbergstraße die Trinkwasservorwärmung mit Solarenergie betrieben. WVW, die Nummer 1, wenn es ums Wohnen geht. Natürlich gibt es auch an diesem Wochenende wieder viel zu erleben, hier bei uns im Burgenlandkreis. Was? Das sagen wir Ihnen jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen in Zeitz, präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps für den Burgenlandkreis. Die Trecker-Allianz Burgenlandkreis veranstaltet auch noch am Samstag, den 5. Juli, in der wunderschönen Saaleaue in Lobitsch ein Trecker-Treffen. Los geht's um 10 Uhr. Über den Tag verteilt gibt es mehrere Wettkämpfe und nach dem Mittag startet die Ausfahrt mit anschließender Vorstellung der einzelnen Trecker.
Parallel zu dem Treckertreffen findet ein Schaf- und Ziegenfest mit Streichelzoo und Schauscheren sowie ein großes Kinderfest mit Bungee-Trampolin, Kinderquad, Hüpfburg, Kinderschminken und Bastelstraße statt. Weiterhin sind an diesem Tag mehrere kleine Rasentraktorrennen geplant. Es sind alle Treckerfahrer herzlich zum Treckertreffen eingeladen. Am Samstag, den 5. Juli, ist es nun soweit. Das Pokalturnier des Skatvereins Hohenmölzen findet um 10 Uhr im Gasthof Jaucha statt. Bei dieser 2-Serien-Veranstaltung wird der Bergarbeiterpokal ausgespielt. Die Startgebühr sind 10 Euro. Dem Sieger winken bei 35 Teilnehmern der von der Wirtin gesponserte Pokal plus 100 Euro. Das gesamte Startgeld wird in den Preisen wieder ausgezahlt. Titelverteidiger ist Wolfgang Albrecht aus Reichertswerben. Alle Hohenmölzner nicht vergessen, morgen am Samstag, den 5. Juli, sorgt in der Hohenmölzner Kleingartenanlage Neues Leben das 54. Kinder- und Gartenfest für Unterhaltung pur. Viel Spaß, Spiele und Musik sowie ein buntes Unterhaltungsprogramm erwartet hier alle großen und kleinen Gäste. Wer es sportlich mag, der ist in Granschütz genau richtig. Der SV Grün-Weiß Granschütz e.V. lädt bis zum Sonntag, den 6. Juli, zu seinem Sportfest im Turnergarten ein. So dreht sich an diesem Wochenende in Granschütz alles um sportliche Wettkämpfe, Spiel und Spaß. Am Samstag, den 5. Juli ab 21 Uhr, ist Achiri Utamite im Rahmen der 9 Naumburger Nächte zu Gast im Marientor. Der Multi-Instrumentalist und Singer-Songwriter aus Ghana verbindet traditionelle Klänge seiner afrikanischen Heimat und moderne westliche Musik. Mit seiner warmen, erdigen Stimme und seiner unverwechselbaren authentischen Musik ist er aus der internationalen Weltmusikszene nicht mehr wegzudenken. 950 Glückwünsche für Kaina. So heißt es noch bis zum Sonntag, den 6. Juli, denn das Dorf begeht sein 950-jähriges Jubiläum. Um 13 Uhr startet am Samstag, den 5. Juli, der historische Festumzug und ab 15.30 Uhr präsentieren sich dann die Vereine. Außerdem sorgen Vogelschießen, Preisschießen, Preisangeln, ein Streichelzoo, Handarbeiten, Mineralien und Fossilien, Schutz- und Geleitsritterschaft des Peter- und Pauls-Weges für einen interessanten Nachmittag. Im Festzelt steht für Schalmeien und Blasmusik der musikalischen Unterhaltung nichts mehr im Wege. Ab 20 Uhr darf im Festzelt mit der Dafür-Band aus Weimar dann das Tanzbein geschwungen werden. Wir wünschen viel Spaß dabei. Im Weißenfelser Kulturhaus können alle Kinder am 9. Juli einen Ausflug auf die Schatzinsel unternehmen. Präsentiert wird das Stück von der Landesbühne Eisleben. Der Seeräuber Bill Bones vererbt dem jungen Jim seine Seemannskiste samt Schatzkarte. Gemeinsam mit Dr. Livesey und dem Friedensrichter Trelawney will Jim lossegeln, um den legendären Schatz des Piraten Flint zu heben. Natürlich wissen noch andere von dessen Existenz. Allen voran der einbeinige John Silver. Der hat aber nichts Gutes im Sinn. Zwar erreichen sie alle zusammen heil die Schatzinsel, aber dann entwickelt sich die Unternehmung als gefährliches Abenteuer. Was Passendes gefunden? Dann viel Spaß dabei, wünscht Ihnen die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen in Zeitz. An dem diesjährigen Kirschfestumzug beteiligten sich rund 1600 Naumburger samt Gäste. Sie präsentierten in 31 Bildern nicht nur die Geschichte der Domstadt. Schalten wir also nun wieder zurück nach Naumburg zu unserem dritten und letzten Teil des Umzuges. Das städtische Handwerk im 16. Jahrhundert. Zur Gestaltung dieses Bildes kommt eine Gruppe der Volks- und Raiffeisenbank sowie eine Gruppe von Lehrerinnen des Domgymnasiums zusammen. Und hier sehen wir den kleinsten Kirschfestumzugsteilnehmer. Darf ich erfahren, wie alt er ist? Ein Jahr! An der Spitze des Bildes der Weinbaugesellschaft, die wir nun begrüßen, tragen zwei Männer eine große Traube über einem Stecken. Ein herzliches Willkommen gilt der Groß-Jenaer Weinprinzessin Elisabeth Wartenberg und der Bad Kösener Weinprinzessin Susanne Klossig. Einen riesengroßen Applaus!
Elisabeth Wartenberg bekam im vergangenen Jahr die Krone zum Weinblütenfest in Groß-Jena überreicht. Die 18-jährige Winzertochter aus Rossbach legt gerade ihr Abitur ab und wird ab August ein Praktikum im Weinbau beginnen. Die 21-jährige Susanne Klossek ist die 9. Bad Kösener Weinprinzessin. Sie absolviert im Landesweingut Kloster Pforte eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Im nächsten Bild repräsentieren sich stellvertretend für die reiche Naumburger Kulturlandschaft die Naumburger Narrenzunft, der Kinder- und Jugendtreff Naumburg mit seinem Tanzstudio sowie das Teatro Nürnbergensis. Die Naumburger Narrenzunft gibt es seit 1995. Der Verein hat derzeit 95 Mitglieder. Das jüngste ist 3 und das älteste 67. Die Narrenzunft bereitet sich mit aller Kraft auf das kommende Jahr vor, denn da feiert der Verein seinen 20. Geburtstag. Als erstes begrüßen wir den Verein SG Friesen, der sich 2005 neu gegründet hat. Er besteht aus 200 aktiven Mitgliedern, die sich in 10 verschiedenen Abteilungen sportlich betätigen. So findet man hier Karate, Judo, Aikido, Kindertanz, Gymnastik, Kinderturnen, Fußball, alte Herren, Tischtennis. Liebe Naumburger, für diese Darbietungen erbitte ich auch nochmal ein kräftiges Handgeklapper. Und hier kommt die Montessori-Schule Naumburg, die inzwischen seit 13 Jahren besteht. Normalerweise gehen die Montis ja oft in ihren gelben T-Shirts zu Festlichkeiten, aber zu diesem Anlass wie dem Kirschfest sind sie richtig kreativ geworden und stellen sich nun jeweils in den Namen ihrer Klassen dar. Zuerst kommen die Wassertropfen, dann die Flämmchen der Klasse Feuer, dann die Wölkchen der Klasse Luft und zum guten Schluss die Erdkrümel aus der Erdeklasse. Herzlich willkommen und ein kräftiges Handgeklapper bitte. Herzlich willkommen zum Kirschfestumzug in Naumburg. Die Schalmeikapelle Breetsch. Ich glaube, Sie kriegen es alle hin, im Takt mitzuklatschen. Die Naumburger Schulen, bunt wie das Leben. Auch die Sekundarschüler der Naumburger Schulen bereichen den Umzug mit ihren verschiedenen Themen. Bunt wie das Leben, unter diesem Motto sehen Sie die Freie Schule Burgenlandkreis, die Albert-Schweitzer Sekundarschule und die Alexander-von-Humboldt-Schule. In diesem Jahr möchten die Kinder der Domschule St. Martin das Profil ihrer Schule darstellen. Unter der Leitung von Herrn Dietrich Meding gestalten die Sportsfreunde des SVV Eintracht Naumburg dieses Bild aus Edelleuten und Würdenträgern, die gemeinsam mit Kurfürst Friedrich II. Den Einzug zur nun wieder friedlichen Peter- und Paul-Messe in Naumburg zeigen. Da auf Seiten des Herzogs Wilhelm III. Auch Söldner des späteren böhmischen Königs Podebrad in die Stifte von Naumburg und Zeitz zogen und diese im Volksmund immer noch Hussiten genannt wurden, erklärt sich die wundersame Verschmelzung von Geschichte und Sage vom Sächsischen Bruderkrieg mit unserem geliebten Hussitenkirschfest. Bad Kösen und Naumburg gehören seit Januar 2010 zusammen. In die Kösener Geschichte gehört das Kloster Pforta mit seinen Bauten an der Saale, die Flößer, die das Holz aus dem Thüringer Wald brachten, der Weinbau, die Saline, der Kurbetrieb mit seinen Einrichtungen und zahlreichen Gästen. Mit diesem Bild soll besonders die große Geschichte Bad Kösens als Heilbad dargestellt werden. Ortsteile stellen sich vor. Der Fährverein Schellsitz, der Flemminger Burschenverein und der Tierpark Bad Kösens präsentieren sich in diesem Jahr im Abschlussbild des Festumzuges. Der Fährverein Schellsitz wurde im März 2002 gegründet und hat derzeit über 30 Mitglieder, wovon 3 die freundlichen und zuvorkommenden Fährmänner sind. Der Tierpark Bad Kösen besteht seit dem Jahr 1957.
Er beherbergt etwa 230 Tiere in ca. 50 Arten. Seit einem Monat erfreut sich der Tierpark über Nachwuchs bei den Alpakas. Und auch bei den Zwergponys wird in Kürze Nachwuchs erwartet. Namensvorschläge für den Nachwuchs sind auf der Homepage vom Tierpark erwünscht. Und nicht zu vergessen, das jährliche Tierparkfest am 31. August sowie das Halloweenfest am 31. Oktober immer wieder ein Erlebnis für Groß und Klein. Ja, wie immer das Beste zum Schluss steht auf dem Schild. Nach einem kurzen Abstecher im vergangenen Jahr finden wir an dieser Stelle den Groß-Jena-Fanfarenzug wieder. Wir grüßen die Groß-Jena und danken Ihnen für Ihr Kommen. Das war er, der Kirschfestumzug 2014. Wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken Ihnen, dass Sie uns so aufmerksam zugehört haben. Und wir sehen uns jetzt alle auf der Vogelwiese wieder. Und wir beide ganz persönlich sehen uns nächstes Jahr hier wieder auf dem Marktplatz zum Kirschfest 2015. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und uns allen jetzt noch ein kräftiges Handgeklapper und ein schönes Kirschfest 2014. Dankeschön! Die Temperaturen sind ja in dieser Woche stetig angestiegen. Ja, vielleicht ist der Sommer nun doch endlich angekommen. Wie das Wetter wird, wir sagen es Ihnen jetzt in unserer Wettervorschau. Mein Zuhause für mein Leben. Schöne und günstige Wohnungen für die ganze Familie in der Elsterstadt. Die Wohnungsgenossenschaft 1. Mai EG in Zeitz präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Samstag ist es wechselnd bewölkt und besonders am Nachmittag kommt es zu Schauern und teilweise kräftigen Gewittern. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen und frischt im Gewitternähe böig auf. Die Temperatur erreicht Höchstwerte von 25 bis 29 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Schauer und Gewitter ostwärts ab. Nachfolgend lockert die Bewölkung auf. Der Wind weht schwach aus vorherrschend westlichen Richtungen. Die Temperatur geht auf 17 bis 13 Grad zurück. Am Sonntag ist es heiter, zeitweise auch wolkig. Am Nachmittag bilden sich erneut einzelne Gewitter. Die Temperatur steigt auf 26 bis 28 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd bis Südwest und in Gewitternähe frischt er böig auf. In der Nacht zum Montag kann es bei wechselnder Bewölkung Schauer und Gewitter geben. Die Temperatur geht auf 17 bis 14 Grad zurück. Der Wind weht schwach um Süd. Der Wochenanfang gestaltet sich mit vereinzelten Schauern und Gewittern schwül warm. Die Temperaturen werden nach heutigem Stand wohl wieder etwas sinken. Egal wie das Wetter auch wird, wir bieten Ihnen schöne und günstige Wohnungen für die ganze Familie in der Elsterstadt. Ihre Wohnungsgenossenschaft 1. Mai EG in Zeitz. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ja, wir hoffen alle, dass Ihnen unser Kirschfestumzug spezial gefallen hat. Am Dienstag begrüßt Sie dann mein Kollege Thomas Scheidt mit aktuellen Themen aus unserem Burgenlandkreis. Dann unter anderem berichten wir von der Mini-WM aus Merdendorf. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes Wochenende. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.